Hallo, ich zeichne heute mit Tusche und Farbtusche. Was ich zeichne, weiß ich noch nicht. Ich lasse mich einfach mal inspirieren von den Formen, die auf dem Blatt entstehen. Womit könnte man immer anfangen? Ich fange immer gern oben links an. Oben links in der Ecke. Meistens beginne ich einfach mit einer Außenform und schau dann, ob mich diese Form zu irgendwas inspiriert, also an irgendwas erinnert oder naja, inspiriert, eine Figur daraus zu machen. So, wie man sieht, hat sich schon eine kleine Figur entwickelt. Ich finde das so schön. Erste Figur sieht schon mal ganz nett aus. Ich schreibe immer gern was dazu. Also meine Skizzenblätter sind immer auch angefüllt mit Worten und Sprüchen. Einen guten Tag ist jetzt nicht besonders glaube, ich würde sagen, dieses Video fällt unter die Kategorie Drawing without knowing. Also einfach mal loslegen und schauen, was sich so ergibt auf dem Blatt. Süß, der gefällt mir. Yeah. Wir können. Kann natürlich passieren, wie jetzt gerade, dass ich mit einer Form beginne und die Figur gefällt mir dann nicht. Dann mache ich einfach mit irgendwas weiter und denke gar nicht mehr in fertiges Bild, fertige Figur, sondern weitermachen. Wer sich sonst noch so zeigt. Dem Blatt. Ja. So sieht es aus hier. Und an der Stelle brauche ich gar nicht weitermachen. Gefällt mir nicht. Noch ein dicker Stift. 1,2. Mal ein Kasten.
Das ist mal wieder der Wolf, eindeutig. I like him. Okay, und wo der Wolf ist, dann darf natürlich Rotkäppchen nicht fehlen. Wie sieht die wohl heute aus? Schön, wenn ich mich immer selber freue. Das ist, finde ich, sowieso das Beste an allem. Okay. Ach so. Da es sich um Rotkäppchen handelt, wäre es natürlich schön, wenn die Mütze annähernd rot wäre. So in etwa. Der gute Wolf hat immer seinen Spaß. So. Ja, so sieht es aus. Weiter geht's. Weiter geht's ohne Plan. Okay. Auf die Schnelle malen wir einen Papi aus dem Prenzlauer Berg. Ich wohne hier im Prenzlauer Berg, Berlin. Da gibt es viele Papis. Das ist einer davon. Und der ist unterwegs mit seinem Sohn. Fertig. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielleicht magst du dem Video einen Daumen hoch geben. Oder sogar meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.